lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Ja Leute, heute machen wir etwas aus der einfachen Küche, ein traditionelles deutsches Gericht und das nennt sich, ich muss immer lachen bei dem Namen, das nennt sich Matjes nach Hausfrauenart. Ja, ich kann dir nicht ganz genau sagen, was es mit Hausfrauenart zu tun hat oder was es ist, aber ich kann dir sagen, es ist ein sehr leckeres Gericht. Ja, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Fischsalat, also ähnlich wie Wurstsalat, nur dass du anstatt Wurst Matjes, also eingesalzenen Hering, verwendest. Ja, das ist super gesund, hat sehr viel Omega-3-Fettsäuren, proteinreich, viele Vitamine, aber das Allerwichtigste ist, dass das schmeckt so herrlich, so herrlich nach Fisch. Ja, und wie du perfekten Matjes nach Hausfrauenart zubereitest, mein Freund, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Also bleib dran! Ja, das war das Matjes nach Hausfrauenart Rezept und ja, ich muss dazu sagen, Matjes, also bei den eingesalzenen Heringen, die sind wirklich sehr salzig, für manch einen zu viel. Wenn du es nicht so salzig magst, dann wässere den Fisch noch eine halbe Stunde und wechsel das Wasser mehrmals. Ich belasse es so, aber dafür tue ich es nicht mehr nachsalzen. Und ja, ich wollte euch hier das Originalrezept zeigen. Es gibt auch optionale Zutaten. Ich finde, Meerrettich passt sehr gut dazu. Bisschen Schärfe rein oder Mayonnaise. Was ich gerne mache, ich mache immer noch ein paar Kapern mit dazu. Aber ich bin irgendwie, habe ich so das Gefühl, ich bin der Einzige, der die mag. Ja, und dann lässt du den Fischsalat 3 bis 4 Stunden lang im Kühlschrank schön durchziehen und servierst ihn ganz klassisch mit Salzkartoffeln. Ich mache immer noch ein bisschen rote Beete mit dazu und gekochte Eier. Und, oder du isst es ganz klassisch einfach nur mit Roggenbrot. Und wie auch immer, ein einfaches und herrliches Gericht. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
Ja, liebe Leute, ich gehe jetzt Matthias nach Hausfrauenart essen und dann werde ich dieses Video zusammenschneiden. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Matt.